Hallo meine Lieben, heute ist der Tag einfach grauenvoll. Ich habe zu wenig geschlafen und da musste ich frühst zum Arzt. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Apotheke, weil ich das Medikament holen muss. Ja. Am liebsten wäre ich gar nicht gegangen, ich wäre am liebsten in meinem Bett gelegen, aber ich brauche das ganz dringend heute noch. Und deswegen habe ich mich jetzt noch mal rausgequält, ne? Jo. Ich habe auch das Video noch nicht gemacht, das Adventsvideo. Ich denke, es wird heute alles etwas später passieren. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht, ne? Ich wollte euch nur mal teilhaben lassen, dass heute nicht so optimal ist. Jo, bis dann. Ja, Leute, heute ist echt nicht mein Tag, ne? Da drehe ich mich in der Apotheke um und renne fast eine Frau über den Haufen und alles nur, weil ich mit dem Hundewelpen geflirtet habe, ne? Der war aber auch niedlich, ne? Ein kleiner Schläfi. So putzig. Ich schätze mal so 10 Wochen alt. Ja. Und dann sage ich ganz artig, Entschuldigung, ich habe sie ja noch nicht mal berührt, die Frau. Sage ich ganz artig, Entschuldigung. Da guckt sie mich nur brummig an, ne? Ja, da passiert. Ja. Ich wollte was sagen, habe ich vergessen. Wahrscheinlich, weil die Leute einen immer so komisch angucken, wenn man mit seinem Handy spricht. Ja, ich musste jetzt noch mal los, weil dieses Medikament, was ich ja immer brauche, das muss immer bestellt werden und deswegen muss ich meistens am selben Tag dann noch mal zur Apotheke rennen und es abholen, weil ich ja immer kurz vor knapp oder auf den letzten Drücker dann mein Rezept endlich abholen, ne? Ja, auch da ist mir natürlich was Doofes passiert. Ich hatte die Ärztin falsch verstanden und ich gucke mal, weil die Leute mich angucken. Und eigentlich ist es so, dass ich das Medikament da nur holen kann, so quasi als Notfall. Ja, habe ich ja jetzt gedacht, okay, ich habe keine mehr, jetzt ist Notfall und ich habe es auch bekommen, allerdings in einer viel zu starken Dosierung. Das heißt, ich muss jetzt Mikrotabletten vierteln. Ich bin ja mal gespannt, ob es funktioniert. Ja, wenn es nicht klappt, muss ich halt nochmal zu meiner Neurologin und mir das da nochmals ausstellen lassen. Ja. So, jetzt muss ich mich beeilen, es ist noch grün. Puh. Ich muss ja auch ein bisschen auf die Straße gucken. So. Gleich ist geschafft. Gucken wir nicht mehr alle so doof, ne? So, ja. Also, das Wetter ist eigentlich ganz schön. Guck mal, ne? Eigentlich ganz schön. Es ist trocken und es ist auch gar nicht so kalt, aber mir ist kalt. Liegt aber vermutlich an der Erkältung, weil ich habe vorhin in der Wohnung auch so gefroren. Ja. Okay, das war's, was ich euch berichten wollte. Bis nächste Mal. Ja, jetzt schalte ich die Kamera doch noch mal an, weil ich vergessen habe zu erzählen, dass ich... Oh, jetzt wird's laut hier. Oh, jetzt kommt ein LKW. Jetzt wird's noch lauter. Ich bin in der Unterführung und hier ist immer so schweinelaut. So, jetzt ist leiser. Ich werde diesen Taschenkalender, den ich bekommen habe in der Apotheke, etwas aufhübschen. Und wenn ich das nicht vergesse, gucke ich mal, dass ich euch dran teilhaben lasse. Das war's jetzt wirklich. Hallo, meine Lieben. Ich bin wieder zu Hause und habe mir jetzt hier erstmal so ein
leckeren Salbeitee gemacht. Ne? Hi! Ja, Kleinchen. Ruf noch mal. Ruf mal. Hi! Ja, den werde ich jetzt gleich. Hua, ich lasse euch fallen. Werde ich jetzt hier schön schlürfen und hoffen, dass er hilft. Ne? Also bis jetzt hat er mir die ganze Zeit gute Dienste geleistet. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass er es jetzt auch tut. Ich denke mal, er wird mich erstmal schön von innen wärmen. Und dann geht es mir bestimmt auch schon ein bisschen besser. Ne? Ja, das Video mache ich gleich noch. Mache ich nachher noch in Ruhe. Und dann wollen wir mal gucken, ob keiner guckt und so. Am liebsten würde ich das ja jetzt machen, ne? Kiki, möchtest du mitmachen? Ja. Ja? Ja, möchte ich. Okay, dann werde ich jetzt mal alles vorbereiten und dann mache ich das Video für Mone fertig. Hallo, ich schwitze. Nicht hier hinkommen, nicht hier hinkommen. Nicht in die Kamera. Ne? Oma filmt sich selber. Ich sehe total zerzuselt aus, ne? Richtig zerzuselt, ne, die Oma? Ja. Oma sieht heute so aus, wie sie sich fühlt. Ja, du sollst nicht in die Kamera, du kleines Luder. Ich gehe nicht in die Kamera. Okay. Ich gucke doch von dem Boden aus. Ach so, du guckst, was die Oma hier macht hier oben, ne? Okay, dann werde ich jetzt mal alles vorbereiten und dann wird Kleinchen mal heute dabei sein beim Adventskalender auspacken, ne? Genau, so machen wir das jetzt, ne? Kiki, machen wir, ne? Ja. Alles klar. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich bin mal wieder mit dem Hund draußen. Und ich habe jetzt ein paar Tage lang immer wieder mal gefilmt. Meistens, wenn ich mit dem Hund draußen war oder wenn ich so unterwegs war. Und ja, heute Morgen dann halt auch wieder. Ich habe heute Morgen schon Videos geschaut und habe gesehen, dass ich gewonnen habe. Und zwar bei Edas Bastelstube. Und ich freue mich da riesig drüber. Traurig an der Geschichte allerdings ist, dass Ela vor einiger Zeit die Verlosung gestartet hatte. Da hatten sich, also haben dann noch Leute teilgenommen. Dann hat Ela die erste Auslosung gemacht. Die Gewinnerin hat sich nicht gemeldet. Dann hat Ela die zweite Auslosung gemacht. Und wieder hat sich die Gewinnerin nicht gemeldet. Und jetzt im dritten Anlauf hat sie mich gezogen. Und ich habe mich sofort schon gemeldet. Weil ich bin ja happy. So, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Leute bei sowas mitmachen und sich dann hinterher nicht melden? Ja, ich habe da eine Vermutung. Das ist, manche Leute, ja, die sehen nur, oh, hier gibt's was zu gewinnen. Huch, da mache ich mit. Ne? Die machen dann einfach mit und ja, und dadurch, dass sie die Kanäle nicht schauen, die Glocke nicht aktiviert haben, etc. pp., kriegen sie dann nicht mit, wenn sie gewonnen haben. Ne? Und deswegen melden die sich nicht. Ja, Leute, das geht doch nicht. Ich mache nur bei diesem Gewinnspiel mit der, also A, wo ich die Kanäle auch schaue, selbst wenn ich jetzt neuer Abonnent bin. Ja, okay, dann ist das so. Aber ich mache nur mit, wenn ich eben auch vorhabe, der Abonnent von diesem Kanal zu bleiben, weil mir das gefällt, was ich da sehe. Und ich gehe nicht hin und deaktiviere danach mein Abo wieder oder, ne, oder mache das weg oder deaktiviere die Glocke, wie auch immer. Weil ich will ja wissen, was da los ist. Und ich möchte auch auf dem neuesten Stand sein. Und dann kriege ich natürlich auch mit, wenn ich was gewonnen habe. Ne? Ja. Jetzt habe ich das Glück, dass ich aufmerksame Abonnenten auch habe. Ja, was heißt Glück? Das war jetzt Zufall. Ich hatte nämlich erstes Video gesehen und habe gesehen, dass ich gewonnen habe. Und dann halt hatte ich dann in den Kommentaren noch gelesen, dass eine Abonnentin meines Kanals dort auch Bescheid gesagt hat, dass ich mich garantiert melden werde und dass sie mir auch schon Bescheid gegeben hat unter einem meiner Videos. Das habe ich dann danach gesehen. Also ihr seht, ich habe mich jetzt nicht nur gemeldet, weil mir da jemand Bescheid gegeben hat, sondern weil ich das Video selber gesehen habe. Ich freue mich da schon drauf. Ich habe der Ela direkt meine Adresse geschickt. DJ! Ja, ich sehe dich, Lümmel.
Na komm. Hey. Na jetzt aber. Oh, das ist einer. Ja, ja, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ne? Weil ich muss ja hier auf den Hund achten. So, was passiert jetzt noch? Also, ne, einmal dieses Video muss ich dann anfügen an meinen mehrtägigen Vlog. Den werde ich dann mal fertig machen. So, im Moment habe ich ein Watch Me Craft in der Bearbeitung. Da muss der Computer jetzt ohne mich oben alleine arbeiten. Das werde ich nachher hochladen. Dann muss ich noch das Adventskalender-Video fertig machen. Ihr wisst ja, ich habe von Mone den Adventskalender bekommen und da wird jeden Tag ein Video hochgeladen. Ja, und dann wollte ich mal schauen, dass ich meine Blöcke ein bisschen durchgehe, weil ich jetzt mir mal einen Stapel fertig machen wollte, wo ich Papiere nur für meine Vintage-Projekte nutzen wollte. Und ich habe keine Lust, jetzt jedes Mal meine ganzen Blöcke durchzugehen, um zu gucken, ja oder nein oder ja. Ne? Ja, und ich glaube, ich nehme euch da einfach mal mit. Ist vielleicht ganz interessant, wie für euch zu sehen, wie meine Kriterien sind oder auch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Oh, das ist Diskretion jetzt hier. Also ihr werdet es dann sehen, ne? Ja, guck, da ist jemand durch unseren Garten gelatscht. Ja, der Garten ist nicht eingezäunt. Und dann guckt er immer, wenn hier irgendwelche Leute einfach durchlatschen, findet der ganz merkwürdig. Nase. Du bist ein Spinner. Hey, du bewirfst mich hier mit Dreck. Hahaha.